Adaification wieder hier bei Diablo 2 Together. Und da ich mir das nicht alleine antun werde, sind bei mir noch ein paar treue Verbündete. Und zwar... Ja, mit ins Boot gezogen und ich muss es mir auch mit antun, ist der Nobby. Und mit an unserer Seite ist... Ja, der hier ist noch der Gecko-Climber und ich kann die beiden natürlich nicht einfach so alleine hier rausrennen lassen. Wäre ja langweilig. Irgendeiner muss hier dabei sein, der vor dem Ganzen hier überhaupt keine Ahnung hat. Ja. Damit ein Gruß an LP de Sortin. Ich hoffe, es gefällt dir, dass wir den armen Nobby ein wenig entlasten. Ja. Danke, LP de Sortin. Oder ja, war das richtig? So, einmal. Oh, Party! Party! Oh ja, Party! Da war doch was. Ich denke, damit kommen wir LP de Sortin ein bisschen entgegen. Und den Nobby freut's bestimmt auch. Ja, es war schon hartes Los, um mal die Begrüßung zu machen. Ich fühlte mich sehr ausgenutzt. Na komm. So weit, so einfach. Ja, das ändert sich jetzt ja, allerdings. Davon gehe ich jetzt auch aus, denn hier. Party! 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 Schlimmer. Aber es geht eigentlich nicht. Sehr gut. Wenn die blöden Erwecker nicht wären, wäre es einfacher. Ja. Aber da kommen jetzt ja noch ganz andere Viecher auf uns zu. Da ist jetzt ja erstmal nur so... Ah, ihr habt tot! Magier. Die kann ich nicht aufstiegen. Oder sogar ein Heißgreifer der Gipfelplatz. Lass mir ein paar Heiltränke liegen, bitte. Oh, da sind sie schon alle weg. Gut. Ach, das ist aber eine Axt, die ich vielleicht gebrauchen könnte. Sehe ich mal gerade so. Oh, die sieht edel aus. 4 bis 11. 6 bis 13. Toll. Das ist dann natürlich klasse. Ach, wie das Spiel einen immer enttäuscht. Ja, das ist meistens so, aber... Was soll's. Ich bin wieder ein Level up. Boah, warum geht das bei euch so schnell und bei mir nicht? Wir machen auch was. Jetzt. Ja, Gecko sieht man ja immer nur laufen. Das ist immer aus der Entfernung raus. Ja, man bekommt übrigens nur Erfahrungspunkte, wenn man innerhalb von, ich glaube, 2 Screen Entfernung steht. Echt? Wer nicht in der Nähe steht, kriegt automatisch. Ich habe auch immer gedacht, wenn man im selben Gebiet ist, wird man Erfahrungspunkte bekommen. Ja. Also es war damals so, 2 Screens entfernt, nicht das gleiche. Oh, hier geht der Pack jetzt einen Bilder ab. Ich glaube, wir haben den Schmied gefunden. Ja. Was ist er denn? Ja, ich sehe gerade noch gar nichts. Ich habe einen Champion. Nein, wir sind beim Schmied. Aber ein Teufel von Kamana als Champion. Und noch einer davon. Ah, da kommt noch ein Freude auf. Ich brauche ein paar Heiltränke-Edits. Hier liegen keine. Doch, ein paar schwache, die helfen mir auch schon weiter. Weil gegen Magie bin ich absolut nicht gerüstet. Leider Gottes. Da müsste es aber auch irgendein Update für den Barbaren geben. Irgendwie. Weil jetzt kommt erstmal lange Zeit kein Wegpunkt mehr. Jetzt müssen wir uns hier so durchschlagen. Ich würde sagen, die Da-Folge spielen wir bis zum Hammer. Auch wenn die dann ein wenig länger wird wie 15 Minuten. Ja, wir haben ja beim letzten Mal genau. Da hat ja der gute Ada gesagt, wir hätten schon unsere 15 Minuten durch, aber das macht er einfach so. Ich hab gesagt 13 Minuten, aber war okay. Puls. Puls. Ja. Mit Mana verbringen. Was war Pulsdrop? Und ich muss feststellen, seit ich diesen komischen die Aura mache, halte ich viel mehr aus. Ihr auch? Was beim... Ich hab doch nur das... Eieieiei. So, ich muss mal gerade was identifizieren hier. Oh! Ja, das ist okay. Dann schmeiß ich die raus. Das ist okay. Hui! Da geht es direkt los. Ich renn mal in die Ecke und... Hier geht die Feuer weiter. Die Feuer geht weiter ohne mich.
Und bin gleich dabei. Alalala. Ja. Hat eine schlechte Laune. Oh, da hat jemand gerade da weg. Och nein. Ich erinnere mich gerade an was tödlich ist. Der Nekromant ist ab 5. Nicht. Wie sollen wir den schaffen? Ach, viel schlimmer werden die auf dem Berg. Die hießen sie noch gleich. Noch. Und noch ein paar Specials. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ach Gott. Okay, und hier gibt's also Specials. Na dann raus da. Oh, gleich ist ein Champions, aber ich sag mal Specials, das passt schon so. Oh, da liegt ein Heiltrank. Ah, hat ein Heiltrank gelegen. Da lag jetzt immer noch einer. Ich habe mal einen aufgesammelt. Habe ich nämlich auch mal wieder drei. Ah, ist der Hammer. Ich sehe ihn. Alles mir nach. Auf zum Schmied. Machen wir die Sau fertig. Warum sehe ich den Hammer nicht? Ich sehe, aber ich weiß nicht, wie wir hinkommen. Ich sehe gerade gar nichts. Da geht's durch. Jetzt sind wir da. Moment, wir Moment. Ich komm nicht hinterher. Da. Das ist... Ah, du arme Zauberin. Wir sind in der Kammer des Schmiedes. Schrei. Aufrollen. Vernichten. Schützen. Hier hinten ist der Hammer. Und da kommt unser Freund. Wir werden aus deinen Knochen machen. Was will der aus meinen Knochen machen? Ja, dann holen wir uns den doch mal. Freunde machen aber keine Waffen aus den Knochen. Tja, das war einmal Schmied, oder? Ich kann nicht noch mehr tragen. Was haben wir? Den Horadigmalus eingesammelt. Dann würde ich sagen, ich mache ein Downportal. Und dann begeben wir uns zurück in die Stadt und schließen das Quest mal gerade so ab. In dieser Jawohl, Folge noch. Warten wir erstmal noch auf den Nobby, der fehlt uns noch. Wo seid ihr denn? Ach, da oben. Ah ja. Bist du dabei? So. Ja. Da ist die Chasi. Okay. Dann 3, 2, 1 und... Nee. Was machst du da? Erstmal das Quest beenden. Und dann können wir uns ums Lagerfeuer sammeln und die Folge beenden. Ja, ich meine ja. So. Einmal anklicken und... Moment, reden. Ah, nee, ich hab... Die hat hier geredet. Ich hab bei mir... Ich hab nichts gehört. Ich kann nichts machen, nee. Bei mir kannst kommt auch nichts. Kannst du einen Gegenstand verzaubern? Ja, kann ich auch, aber... Verzaubern. Ja, verzaubern kann ich auch, aber ich habe jetzt nichts gehört, wie der, Dann musst du meine Folge nachher gucken. Ach. Sollen wir noch gerade mit Deckard Cain reden? Jop, können wir noch machen. Okay. Warte, eine Sekunde, bis wir alle drei draufklicken können. Sind wir soweit? Ja. Und los geht's. Es steht fest, dass wir es mit der Dämonenkönigin Andariel zu tun haben, die Schwesternschaft der Jägerinnen ins Verderben gestürzt und ihr angestammtes Kloster entweiht hat. Es läuft nicht gut für uns, mein Freund. In uralten Horadrim-Schriftrollen ist aufgezeichnet, dass Andariel und die anderen niedrigeren Übel einst die großen Übel Diablo, Mephisto und Baal überwunden und aus der Hölle in unsere Welt verbannt haben. Sie brachten ungezähltes Elend und Leid über die Menschheit, bis sie schließlich in die Seelensteine verbannt wurden. Andariels Anwesenheit hier könnte bedeuten, dass die Kräfte der Hölle sich wieder hinter Diablo und seinen Brüdern versammelt haben. Wenn das stimmt, fürchte ich um uns alle. Ihr müsst sie besiegen, ehe das Kloster zum endgültigen Vorposten der Hölle wird und den Weg nach Osten für alle Zeiten versperrt. Lalschwall, Wasserfall. Ja, klingt sehr episch. So, dann sammeln wir ums Feuer. Ups. Okay. Alification Say, see you for next time at Diablo 2. Ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi.